Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich suche den besten Koreaner in München. Heute sind wir hier brandneu. Bocky and Bob. Ist von denselben Leuten, die einen anderen Koreaner hier in München haben. Der andere ist ein bisschen gehobener. Das hier sieht aus wie eher so Street. Wir sind ein bisschen verwirrt, Leute. Aber es wird, glaube ich, das hier. Hype, Leute. So, ein Käse-Sandwich, Leute, mit Bulgogi von Julius Brandner Brot. Wow! Der krasseste Bäcker in München. Und Bim Bim Bap. Sieht gut aus, abgesehen von diesem durchgekochten Ei. Bisschen flüssig wäre richtig krass. So. Übrigens, ich will eine Woche Julius Brandner testen. Also, der hat jeden Tag ein Special. Rice Cake. Und die Mandu. Oh, mit Käse überbacken. Sieht wild aus. Wild! Digga. Wer ist das? Arbeiter, genau hinter uns, Leute. Tut mir leid, es wird ein bisschen lauter. Junge, ich hab Hunger. Gönn mir direkt dieses Face Sandwich. Ich mag die Soße sehr. Erinnert mich an absolut gar nichts Koreanisches, sondern an ein Panini. Jalapenos sind drin. Ist lecker. Welt zerstören. Aber bei Oni, das Käse-Sandwich, das war nochmal eine Liga drüber. Und die Muttergesellschaft, das Mutterrestaurant. Park Korean Eatery, das ist auch ein krasses Sandwich, auch ein Käse-Sandwich, das ist auch eine Liga drüber, aber dennoch schmackhaft. Auch mit Ding, Rucola, sehr Panini-lastig, Panini-Vibe. Was sagen Sie? Now you know. Weißt du noch, wie viel ein K-Sandwich kostet? Dieses. 8,90 €, okay. Aber es schmeckt wie ein Panini, oder? Mhm. Top Bocky, Leute. Asian Girls lieben das, weil die sehen das immer in den K-Dramen. Schmeckt halt nach das, was nach der Soße halt. Aber geiler Biss. Ist akzeptabel. Oh, Chicken ist gut. Oh, Chicken. Chicken ist sehr gut. Proteins, Baby. Oh, Chicken, Baby. Mhm. Mhm. Aber ich bevorzuge Reis. So eine Reisbowl mit diesem Chicken, noch extra Beef. Aber stell dir vor, eine Reisbowl mit jedem Fleisch, was sie da haben. Mixen Sie es bitte ab. Mix it up, Baby. Mit Löffel? Löffel oder mit? Beides. Oder je nachdem, was dein Skill-Level ist. So, jetzt festhalten. Oh. Muss wahrscheinlich festhalten, ja. Reis ist unten. Reis, Edamame, Seitan, Radieschen. Kresse, oder? Ja, nein, die Samjam. Achso, nee, nee, ich meine das hier. Achso. Nee, das Reiskohl. Ist Kohl, ja. Reiskohl. Kohl, dünn geschnitten. Ding, Feldsalat oder wie das? Nee, nicht Feldsalat. Einfach normaler Salat, dieses, weiß schon, Burgersalat. Kopfsalat, oder? Müsste Kopfsalat sein. Und?
weich. Keine eigene Soße, sag ich mal, hat dieses Gericht. Außer Fleischsoße. Probier mal den puren Geschmack. Und dann können wir entscheiden, welche Soße wir drüber tun. Reis, sehr gut. Aroma ist am Start. Ich hatte jetzt schon mehrere Bibimbap. Die hatten einfach keinen Geschmack. Ich habe eine Masse an geschmackslosen Dingen einfach gegessen. Das war schon bei 3. Hier schmeckt man Aromen. Ja. Not the best, not the worst. Aber auf jeden Fall lecker. Hart gekochtes Ei, wie zu Hause. Wie die Dumplings. Pass auf, lass mir die Hecke. Das war mein Plan. Lass dir einen käsigen Bissen über. Guter Name. Oder dass da prinzipiell eine gewisse Bereitschaft wäre. Was links ist auch diese Soße? Kompromiss. Nein! Was ist das? Also, glaube ich, man. Schöner Käse. Schmeckt ja gut. Lecker. Aber der Käse überdeckt auch viel. Es schmeckt eigentlich nur Käse. Ein bisschen Salat, so fresh, Leute. Like everything is good, okay? Yes, thank you. Thank you. Gemüse war okay. Ein bisschen mehr zu viel. Ein bisschen mehr zu viel. Muss ehrlich sein, die haben alle drei gleich für mich geschmeckt. Nein, definitiv nicht. Für mich schon. Der Klassiker. Selbst fermentiert, meinte er. Der rote. Der ist nicht selbst fermentiert. Der ist nicht selbst fermentiert. Der rote meinte ich. Ich erinnere mich gerade. Park Korean Eatery ist ja deren Mutterding. Mhm. Und deren Bibimbap ist momentan bei mir auf der 1. Oh. Remember. Das war heftig. Der Laden taugt mir. Das Queso war auch heftig. Die hatten so ein flüssiges Ei. Dann ist es so über alles rausgelaufen. Und ganz normal so Power gegeben. Oh mein Gott, ich muss mal wieder dahin. Ich brauche mal wieder Geschmack. Oh ja. Machen Sie bitte. Ach so. Ah, Finish, Leute. War gut, war gut. Nicht überrannt, also die kommen nicht in die Tops. Aber sehr solide hier für Mittagessen. Voll. Auf jeden Fall. Kann man machen, kann ich auch empfehlen. Auf jeden Fall. Ist hier ein bisschen abgelegen in die Seitengasse rein. Hier hinter ist Maison Young, da waren wir auch schon mal. Hier ist irgend so ein Hype-Sneakerladen. Gönnt's euch. Ihr wisst, Side Arc. Wir testen momentan alle Bubble Tea in München und nach einem Restaurantbesuch checken wir mal ein Bubble Tea noch ab. Heute bei Ding Tea. Ding Tea, Leute. Hier gibt es zwei kranke Dinger, die ich immer bestelle. Einmal der Hazelnut Coffee und einmal ein Kiwi, der hier, glaube ich. Kiwi Aloe Vera. Oh mein Gott, für den Sommer, Leute. Kranke Empfehlung, ja. Und bekanntester Laden auch dafür. Weil ihr wisst hier, Demon Slayer, letzte Season. Infinity Castle lag im Kino, mein Gott, das wird so abgehen, Leute. Glaubt mir, Anime Only, ihr seid nicht bereit. Boah, seit 2004, Leute. Stechen Sie! Dainty Special.
Tapioca hier, Mann. Das ist ja auf jeden Fall der Beste. So, kommt der Lukti ran. Nummer 20 Galaxy. Kommt er da dran. Nein. Ah, ich finde den auch geil. Ich finde den auch geil. Du irgendwie nicht. Ja? Ist mit zu viel. Ja, der ist sauer. Bisschen. Aber deswegen trinke ich ja auch immer nur meinen Kiwi Aloe Vera. Der ist andere Liga. Stell dir vor, das wäre Kiwi Aloe Vera, Leute. Tujo? Kiwi Aloe Vera kommt fast an Galaxy ran. Die sind so. Dann go for it. Ich hab schon den hier, einen Gruß deinetwegen. Ich hab hier auch noch einen. Aber Milky sind das bisher die besten. Ich mach mir nicht so viele Gedanken über diesen Kumpel. Den hätte ich so oder so nicht bestellt. Ich wollte den Vergleich zum Kiwi, aber gleicher Geschmack. Aloe Vera Kiwi, Leute. Und Hazelnut Coffee. Tschu. Wenn ihr euch gönnen wollt, Doppel-Tapioca. Black und Golden. Wie findest du die Tapioca? Das war's von mir, Leute. Auf der Suche nach dem besten Koreaner in München. Auch ein langes Projekt. Ich habe gerade auf meine Liste geschaut. 12 noch. Wenn ich 2 Monate mache, brauchen wir noch ein halbes Jahr. Waschstabiler Laden ist eher so auf Fast, Street angelehnt, angehaucht. Ist jetzt nicht so restaurantmäßig. Ist aber von dem Besitzer von einem koreanischen Restaurant, was momentan auf der 1 ist. Das Restaurant von heute war solide, ist irgendwo im Mittelfeld. Blende ich hier ein. Und Bubble Tea ist gut. Nicht der Beste, aber einer der Besseren. Vor allem habe ich da halt 2 Lieblingssorten, die kann ich immer empfehlen. Und das, ja, Bubble Tea Ranking dauert wahrscheinlich ein Jahr und länger. Also da gibt es noch, ich glaube, 30 oder so, die ich abchecken kann. Das dauert noch, Leute, das dauert noch. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos von mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Minus Business. Und ciao.